Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2023, heute mit dem Qualifying in Australien. Jo, bin gespannt, was wir da so hinkriegen. Ist jetzt nicht unbedingt eine Highlight-Strecke von mir. Also, ja, ich brauch's gar nicht schön reden. Ich kann die Strecke nicht so richtig. Mir fällt auf, ich sag das zu sehr vielen Strecken mittlerweile. Ich meine, ich kann Miami nicht, ich kann noch nicht. Ich kann Shanghai nicht. Ich kann Las Vegas nicht. Sind relativ viele Strecken bei mir dabei, die ich nicht kann. Saudi-Arabien muss jetzt auch nicht sein. Als ob ich einen lilanen Sektor habe. Achso, es ist noch keiner in der Runde gefahren. Ja, dann wundert es mich nicht. Auf einmal ist er doch nicht mal lila. Aber vielleicht kriege ich trotzdem eine schnelle Zeit hin. Boah, das ist so aggressiv am Gas. 1.18.9 ist aber trotzdem keine schlechte Zeit. Das ist so eine Strecke, da könnte es auf jeden Fall passieren, dass wir nicht ins Ziel kommen, weil mir irgendwo das Auto ausbricht, wo ich nicht damit rechne und wir dann, naja, in irgendeiner Wand landen. Den Innenkörper echt nicht mitnehmen, da ist echt nicht so klug. Aber okay, es wäre zu schnell gewesen. Aber ich glaube, die Zeit reicht trotzdem fürs Q2 zumindest. Also das wäre ein Q2. Ja, die reicht leicht. Also ja, vielleicht auch nichts. Achso, das Gasly. Ach, die reicht. Die meinen, Piastri ist 7 Zehntel hinter uns. Als ob die auf einmal 7 Zehntel schneller sind. Glaube nicht. Obwohl, das ist jetzt doch noch sehr weit hintergegangen. Auf die 12. Ja. Eben reicht. Ich will jetzt nicht so lang da fahren. Allein wegen den Motorkomponenten, dass wir die ein bisschen schonen. Solange wir eine Zeit haben, die reicht fürs Weiterkommen, ist es voll in Ordnung. Jetzt brauchen wir halt schon ein bisschen mehr. So eine 1.18.5 müssten wir, glaube ich, mindestens jetzt fahren. Das war nicht gut, da habe ich viel zu früh eingelenkt.
mit der Gang. Gleich hoch. Die Kurve weit nehmen. Ah, den Körb darf ich nicht mitnehmen. Den Innenkörb. Den schon. Okay. Bringen wir die Runde trotzdem zu Ende. Bin aber gerade so ein bisschen froh, dass das noch gut gegangen ist und wir nicht in der Wand geendet sind. Ja, ist sogar schlechter wie die vorige Runde, aber hätte jetzt da fast einen kompletten Ausritt gehabt, dafür war es trotzdem okay. Es ist halt echt eine bockschwere Strecke, muss man sagen. Australien ist nicht zu unterschätzen. Es ist eine sehr schnelle Strecke mit Kurven, die ja auf die das Auto nicht klarkommt. Und mit denen man einfach umgehen lernen muss. Die zum Beispiel. Vier Zehntel schneller ist aber schon nicht schlecht. Wenn man denkt, unser größter Fehler kommt noch. So die Stelle, wo ich den größten Fehler gemacht habe. Was war denn das jetzt? Fahren wir sogar eine 1,17. Also reicht auch wieder. Ich weiß gar nicht, ob da noch wer schneller fahren wird. Eine 1,17 ist schon relativ stark. Aber ich glaube, da wäre sogar noch mehr drin. Ganz ehrlich, da ist ziemlich sicher sogar mehr drin. Es war jetzt noch keine perfekte Runde. Ja. Allein die Schikane, die habe ich komplett vergeigt. Ich glaube, ich bin noch da nicht. Ja, nur Dritter. Ganz knapp hinter Perez und Verstappen. Ja, das Rennen um die Pole ist wieder eröffnet. Mal wieder können wir diesmal das Ganze für uns entscheiden. Das wäre schon nicht schlecht. Drei Autos vor uns. Alter, kannst du aufhören, so einen Schlenker zu machen? Bitte. Nicht den Körper mit dem... Ach, geh. Ich glaube, die Runde können wir schon wieder streichen. Weit weg vom Apex.
1,17,5. 1,17,5. Oh, oh, das ist schon... Das ist schon so eine richtige Pole-Zeit. Oh, ne, da müssen wir nochmal raus. Verstappen viel zu knapp hinter uns. Nicht einmal eine ganze Zehntel. Da müssen wir noch eins drauflegen. Ich hätte gesagt, das werden wir schneller fahren müssen. Jetzt sind meine Reifen dreckig. Das ist natürlich nicht gut. Nicht optimal. Die Runde hätten wir aber früher abbrechen müssen, das ist das Problem. Ich kann jetzt nur eine... Ja, geht sich das aus? Ja, normal schon. Eine jetzt... ohne ERS fahren, dass wir die Batterien aufladen und dann noch eine richtig... eine mit Vollpush. Genau so müssen wir da durch. Genau so müssen wir da durch. Nur das müssen wir jetzt noch mit ERS schaffen. Aber das war gut. Das war sehr gut. Durch den Mittelteil sind wir wirklich schön durchgekommen. Ich weiß nur nicht, ob ich das nochmal so hinbekomme. Da bin ich schon einmal ganz schlecht rausgekommen. Ja, das war schon. Da war ich zu aggressiv auf der Bremse. Ne. Nö, nö. Schade. Jetzt müssen wir hoffen, dass Verstappen nicht nachlegt. Ja, von wir einfach so nochmal in die Box. Ah. Das ist gerade echt bitter. Die Pace hätten wir gehabt. Aber die Konstanz nicht. Hoppala. Tja, jetzt bin ich gespannt. Wie viel da wärmer?
Das ist alles möglich. Noch sind wir Erster. Das Qualifying geht aber noch 14 Sekunden. Jetzt kommen alle ins Ziel. Gasly als Erstes. Gasly. Oh. Wir werden es gleich sehen. Na, wir starten von der Pole. Wir starten wirklich von der Pole. Vor den beiden Red Bull. Gasly nur 9. Eieiei. Okay. Damit bin ich eigentlich fein. Bisschen schade, dass Gasly nur 9. ist. Es tut schon ein bisschen weh. Ja, das war's einmal wieder für die Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommentar. Abo hilft natürlich auch immer. Und schaut in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.